Hey Leute, und kommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, nämlich Rocket League. Und wir fangen jetzt direkt damit an. 2 vs 2 im Online-Modus. Los geht's. So, da sind wir im Spiel. Alle sind da, hoffe ich mal. Und ich habe eine Bitte an euch. Denn ihr wisst ja, dass gerade am Mittwoch kein Let's Play eingetragen ist. Weil ja, Life is Strange bevor der Storm zu Ende gegangen ist. Und ich jetzt somit nur noch Wolfenstein und das andere Spiel weiß ich gerade. Ah ne, doch, Uncharted, Drake's Schicksal. Weil ich ja gerade nur Wolfenstein und Uncharted, Drake's Schicksal als Let's Play habe, habe ich die Bitte an euch, dass ihr in die Kommentare schreibt, was ihr für ein Spiel jeden Mittwoch jetzt als Let's Play von mir auf diesem Kanal sehen wollt. Beachtet halt nur, dass es keine Nintendo Spiele sind, und wenn ich das Spiel habe, dann kann ich das auch Let's Playen. Ich schaue es mir an, ob es Let's Play tauglich ist in meinen Augen, und dann werde ich es bringen. Und jetzt kommt aber bitte nicht an mit, ja, Let's Play mal Fortnite, denn das werde ich definitiv nicht tun, weil gerade jeder, aber auch wirklich jeder, Fortnite spielt und ich da nicht mitmache. Ich mach da einfach nicht mit. Denn Fortnite macht alle unsere Online-Spiele hier kaputt. GTA, also Rockstar, möchte nämlich, wenn die Spieleranzahl nicht wieder über 30% ist, dann will Rockstar die Online-Server von GTA 5 Ende des Jahres einfach einstampfen. Und ich habe gerade Eigentor gemacht. Scheiße. Weil die gerade rote Zahlen schreiben. GTA Online schreibt gerade rote Zahlen. Und auch andere Spiele, die sind gerade nicht sehr voll mit Online-Spielern, wie man es eigentlich gewöhnt ist. Deswegen werde ich nicht dieses Fortnite spielen für euch und auch nicht auf diesen Kanal zeigen für euch. Das war alles, was ich dazu euch mitteilen wollte, euch sagen wollte. Und jetzt konzentrieren wir uns hier auf das Spiel, denn wir liegen schon 2 Tore hier zurück. Und es ist auch nicht mehr lange Spielzeit. Deswegen müssen wir uns jetzt auch mal langsam anstrengen. Dann mal schauen, was für ein Level die hier sind. Und da wäre fast unser erstes Tor gefallen. Aber auch nur fast. So, jetzt komme ich an den Ball dran. Aber er prallt dort ab an den gegnerischen Spieler, mein Teammate, und er macht das Tor. Jawohl. Jetzt müssen wir nur noch ein Tor schießen, um auszugleichen. Sehr gut. Und einer überspringt nicht diese Szene. Aber nun gut. Es ist ja noch Zeit,
sozusagen sehr viel Zeit, um auszugleichen. Und der Part hat ja auch gerade erst angefangen. So, ich bleib hier ein bisschen hinten, damit die hier kein Tor schießen können zum Beispiel. So. So, den Ball schön nach vorne oder man springt halt vorbei. Nach vorne lenken, so. Jetzt prallt er da an der Wand ab. Wo? Jetzt könnte man... Ah, schade. Bloß nicht zulassen, dass die zwei noch ein Tor schießen. Aber die spielen gut. Aber mein Teammate hat gut gehalten, den Ball. Noch 30 Sekunden und ich bin zerstört. Wow. Jetzt müsste ich eigentlich kommen, aber ich bin zu langsam. Und der Ball wird wieder nach vorne getitscht. Aber definitiv kriegt ihr kein drittes Tor. Ihr kriegt kein drittes Tor. Und das sieht mein Teammate genauso. Und 2-2. Mein Teammate hat es ausgeglichen. Das hat er sehr gut gemacht. So. Jetzt wollen wir es hier spannend machen. Es könnte jede Sekunde vorbei sein, dieses Match. Verlängerung. Jetzt könnten wir Glück haben, wenn er gut schießt. Aber leider schießt er nicht gut. Immer schön hier diese Boostbälle einsammeln. Und schauen, wie der Ball kommt, wie der Ball fliegt. Definitiv nicht den Gegnern den Ball überlassen. Oder es zulassen, dass die hier auf unsere Hälfte spielen. Ja, schön abgewehrt. Weiter nach vorne wieder. Schauen, wie der Ball hier fliegt. Bloß nicht nach vorne. Jetzt schieße ich hier vor und leider nicht. Leider den falschen Winkel erwischt. Und mein Teammate auch. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Bloß nicht nach vorne. Oh Gott. So. Jetzt titscht er hier unten. Auf! Der wird abgeprallt, der Ball. Oh, ja, weiter nach vorne zu mir. Und, jawohl! Mein Teammate hat's gerissen. 3-2 gewonnen. Yes, Mann. Perfekt. Das erste Match in diesem Part wurde gewonnen. Und gibt's auch gleich eine Trophäe. Doppelschlag, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Und wir haben was Neues freigeschalten. Und dann sehen wir uns im nächsten Match. So. Nächste Map. Neuer Spieltag. Neuer Versuch. Neue Spieler. Oder auch alte Spieler, die schon im letzten Spiel mitgespielt haben. Und das wäre beinahe das 1-0 für unser Team gewesen. Ihr könnt mir auch gerne auf der PlayStation eine Freundschaftsanfrage schicken auf meinem PlayStation-Account. Ich schreibe euch meinen PSN-Name in die Videobeschreibung. Beziehungsweise ihr habt ihn ja gerade gesehen, wie ich auf PSN heiße. Und dann könnt ihr vielleicht das nächste Mal mit mir zusammenspielen, wenn ihr seht, dass ich dieses Spiel hier spiele oder auch andere Online-Games. Und das 2-0! Mal schauen, ob es so weitergeht. Ob es weiter so gut läuft.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, welchen Spielmodus ich euch mal zeigen soll. Denn das ist jetzt hier der ganz normale Modus 2 vs. 2. Was es auch noch in 1 vs. 1, 3 vs. 3 und 4 vs. 4 gibt. Und natürlich gibt es auch noch andere Modi, wo das Tor anders ist. Oder wo man halt statt mit einem Ball mit einem Puck spielt von Eishockey. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, was ich euch noch alles zeigen kann von diesem Spiel. Einfach in die Kommentare schreiben und dann wird euch der Wunsch von diesem Spiel hier erfüllt. Und natürlich von dem nächsten Let's Play, was ich mittwochs immer bringen soll. Und das war leider ein Eigentor von mir. Mein Mate hat noch versucht, es aufzuhalten, aber leider Gottes ist es passiert. Obwohl der Gegner hat den Ball berührt. Ach egal. Tor ist Tor. Er steht 2 zu 1. Jetzt hier ein bisschen konzentrieren wieder. Zu viel geredet, aber trotzdem ein Tor geschossen. Oh, zum Glück kam da jetzt nicht der Ausgleich. Boost holen. Ihr dürft nicht hier in unser Tor reinschießen. Spannender Zweikampf war das da gerade vorne. Ich schaue das hier von weiter weg an. Und... ah, leider nicht. Leider nicht. Und weg hier von dem Tor von uns. Und wieder zu den Gegnern hin. Nach vorne. Leider nicht kerzengerade. Wieder Boost hier nehmen. Jetzt prallt er von der Wand ab. Ach, schade. Oh, jawohl. Da geht er bei nach vorne und da versucht er mich kaputt zu machen. Ah. Hier ist Boost. Zum Glück konnte er das gut abwehren. Auf die Seite und nach vorne. Mal schauen, wie der Ball hier so fliegt. Und schade. Nicht reingegangen. Aber jetzt. Perfekto. Schauen wir uns das mal an, wer das Tor gemacht hat. Boom. Mein Teammate natürlich. Hätte ja sein können, dass die hier ein Eigentor geschossen haben. Und das war gut. Der Ball ist gut geflogen. Und da bin ich down. Aber ich spawn ja zum Glück wieder schnell. Ah, vorbeigesprungen. Und da kommt das 2 zu 3. Mal schauen, ob sie es noch ausgleichen können. In dieser 1 Minute und 4 Sekunden Spielzeit, die jetzt noch bleibt. Ich bin gespannt, ob die beiden es noch hinbekommen. Da ist jemand kaputt gegangen von mir. Noch eine Minute. Kann ja sein, dass wir noch das 4 zu 2 schaffen. Oder auch nicht, wer weiß. Das kann sich ja schnell ändern. Und fast. Fast hätte es geklappt. Probiere es. Und beim Probieren ist es geblieben. Das Probieren ist gescheitert. Oh. Wäre ich da jetzt gut positioniert gewesen, hätte das geklappt. Ich bin in den Bonus reingefahren. 100 Boost wieder. Ich wäre ab.
paar Sekunden. Oh no. Schnell dagegen. So. Und gewonnen. Jawolski. Reifen freigeschalten. Und dann sehen wir uns im letzten Match für diesen Part. So. Die zwei treten noch bei. Und dann auf ins letzte Match. Diesem Video. Und da sind sie. Die Gegner. Und los geht's. Los geht die wilde Fahrt. Die wilde Luzi. Und da hätte man leicht ein Tor schießen können. Hätte man sich nicht so angestellt. Und zack. Schön nach oben den Ball spielen. Und da ergibt sich schon die erste Chance. Aber leider Gottes hat uns das nichts gebracht. Der rollt jetzt darüber. Und weg hier. Weg von unserem Tor. Das könnt ihr vergessen. Danke, dass du mich in den Boost reingestoßen hast. Super Jump-Einlagen machen die hier. Ja, komm wieder runter, Ball. Nein, ihr dürft kein Tor schießen. Ah! Wäre ich etwas schneller gewesen. Aber er ist auch schon Veteran. Er hat schon ein sehr hohes Level. Ich bin gerade mal auf meinem Privataccount Semi-Profi. Und das mit Level 14. Ab Level 10 wird man Semi-Profi und da hatte ich keinen Boost. Ganz und gar nicht keinen Boost hatte ich dort. So, wir müssen uns langsam mal hier anstrengen. Oder bin ich alleine hier? Ich hoffe nicht. Nee, bin ich nicht. Oh, das wäre jetzt übelstes Glück gewesen, wenn wir das hinbekommen hätten. Turbo. Und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen anstrengen. Und nur ein bisschen. Oh. Jawohl. Nach oben das Ding. Ja, spielt's zurück. Zack, da hab ich's. Aber leider nicht Richtung Tor bekommen. Da titscht er auf. Und zack, ab rüber. Oh. Und da ist es doch nicht. Hätte ich Boost gehabt, dann wäre die Chance höher gewesen. Ich weiß, hätte Fahrradkette. Und das ist 13:0 für die. Na super. Die Zeit wird immer weniger, ist ja logisch. Die Chancen werden immer niedriger. Aber zwei Matches zu gewinnen in einem Part. Und das hintereinander ist doch schon eine gute Bilanz. Und da habe ich jemand kaputt gemacht. Er ist noch alleine. Das erhöht unsere Chance für kurze Zeit. Nein, nicht da rein. Oh, das war knapp. Das war übel knapp. Boosten, was das Zeug hält, um die 1 zu holen. Jetzt hat er mir den Boost geklaut. Der Ball ist führerlos. Ah,
Nein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ah. Und das 4:0. Oder? Nein, doch nicht. Huh. Und das wieder jemand down gegangen. Aber jetzt. Jetzt müssen wir langsam mal ein Tor schaffen. Aber es sieht knapp aus. Es sieht sehr, sehr knapp aus. So, rüber mit den Dingen. Oh, und das ist 4:0. Man konnte es nicht aufhalten. Man konnte es nicht verhindern. Das 4:0 ist gekommen. Da hat er den Ball aber gut erwischt. Muss man schon sagen. So, die letzte Minute bricht gleich an. Aber ein fünftes Tor kriegen die hoffentlich nicht. Kaum sage ich's. Karma. Wenn dieses Karma nicht wäre. Aber ich war auch nicht in der Nähe. Gleich nur noch eine Minute. Mein Teammate war schneller. Jawohl, nur noch eine Minute. So. Das macht man so. Den Ball sollte man auch treffen. So. Ah. Ich spiele den Ball viel hoch. 3 Sekunden noch. Ah. Oh, oh. In die richtige Richtung geht's. Jawohl. Vincent ist ein Ehrentor. Vincent ein Ehrentor. Und der Ausschlaggebende war natürlich der Gegner. Der Gegner hat ein Eigentor gemacht. Aber ein zweites Tor bekommen wir wahrscheinlich nicht hin. Obwohl, wir sind nah. Yo! Nice! Nicer Dicer hier. Der Gegner hat den Ball noch schön angeschoben, dass er reinfliegt. Übelst geil. Aber ein drittes Tor bekommen wir leider jetzt nicht hin. Außer wir hätten Glück gehabt. Gut. Da haben wir ein Match verloren von 3. Und dann würde ich sagen, wir sind Level 4. Und das war's mit dem Part. Denkt dran, schreibt in die Kommentare, welches Spiel ihr als Let's Play jetzt immer mittwochs sehen wollt. Tempoteufel, habe ich gerade eine Trophäe bekommen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.